This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Losgegangen ist das letztes Jahr im Februar. Da waren bei mir so die ersten Gedanken eben mit Veganismus, wie ich da genau drauf gekommen bin und warum es dann vegan sein sollte. Das weiß ich eigentlich gar nicht mehr so genau. Das stand einfach so irgendwann vor der Tür. Ich meine, ich bin immer so ein Typ, der es extrem braucht, das heißt von ganz links nach ganz rechts. Das heißt eben der Mr. Steak, der wurde quasi auf die Seite geschoben und vegan war dann so das andere Lager und mich hat es fasziniert. Ich war zu der Zeit ein bisschen zurückgezogen, viel integriert in der Firma und musste was ändern, weil ich wahnsinnig viele Probleme gesundheitlicher Art hatte und von meiner ganzen Beziehung zur Ernährung hin war ich sehr unzufrieden, weil ich entweder eben dieses High-Level-Kochen hatte mit sauteuren Steaks und Klump und Schmarrn dazu und das hat mich irgendwie alles genervt. Und das sollte einfacher werden, besser und sollte mich natürlich heilen und im besten Falle auch einen gewissen Lebenswandel bringen, weil ich halt bei mir eben dieses Thema mit Burnout hatte und dass es mir insgesamt halt extrem schlecht ging. Ja. Und ja, so ging es dann schon. Ja, und Bandscheibenvorfall war ja auch noch, ne? Also gut, das, ja. Die ganze Litanei war im Prinzip so, dass ich mir mal irgendwann eines Tages getrieben von dem Burnout, so war es dann echt, also das war so das Zünglein an der Waage, wo dann wirklich gar nichts mehr ging, was da dann quasi jetzt auch so in den Geist reingewandert ist, die Krankheit, und da war dann einfach Schluss. Ja. Das war dann irgendwann nicht mehr auszuhalten, wenn man sich dann natürlich schon irgendwann fragt, hey, für was bist du eigentlich noch auf der Welt? Ja, schon. Wenn es noch nicht mehr körperliche Gebrechen sind, sondern dann eben auch noch die psychischen anfangen. Ja. Und ich hatte da mal mir einen DIN A4-Zettel genommen, hatte da mal so ein Strichmännchen drauf gemalt und hatte da mal angefangen, da so die ganzen Krankheiten dran zu schreiben oder die Leiden, die man so hatte, und bin mit dem Zettel zu meinem Hausarzt gegangen und habe den gefragt, hey, wie schaut's denn aus? Erkennen Sie da irgendwie einen Zusammenhang und gibt's da irgendwas, was man da hinschreiben kann und natürlich, wie man das auch heilen kann? Und das ging am Anfang auch ganz okay los für mich, weil sehr wissenschaftlich und natürlich, wenn es mal jedem Kind einen Namen gegeben hast, dann fühlt sich schon mal besser an, weil dann weiß man, wie der Feind zu betiteln ist oder der Freund, je nachdem, wie man es halt sieht. Letztendlich hat es aber halt gar nichts gebracht, weil ich da halt vollends in diese Maschinerie der Ärzte gelaufen bin und von einem zum nächsten und letztendlich stand dann irgendwo fast hinter jeder Krankheit auf meinem Zettel unheilbar, chronisch. Und ich habe mir dann gedacht, hey, das kann es einfach nicht sein. Ja, schon. Und ja, dann musste halt ein alternativer Weg gehen. Ja. Und das war dann im Prinzip genau der Startpunkt. Ja, genau. Und wir haben uns ja dann dieses Jahr in Thailand kennengelernt, ne? Genau. Aber, ja, genau. Also ist jetzt dreiviertel Jahr her im Prinzip, ne? Richtig. Und da hast du ja dann, wie lange hat es denn da dann schon so langsam, beziehungsweise vegan gegessen? Das hat ja dann... Also der erste Schritt, ja, ne? Genau. Ja. Also es war eigentlich ein volles Jahr, also Februar 2015 angefangen, Februar 2016 haben wir uns kennengelernt, also das war genau mein erstes Jahr. Getrieben von YouTube und Co. natürlich Inspirationen gesammelt und reingekommen in das ganze Thema. Und also es war schon so, dass ich von Anfang an einen hohen Rohkostanteil hatte, gerade natürlich im Februar angefangen, dann wurde es März, April, dann kam dann die Sonne raus, dann wurde es auch einfach da in Richtung Früchte, Salate, das war sowieso schon, was ich ganz gerne gegessen habe und Startpunkt war so dieses Raw Till 4, das war eigentlich so, wie ich das ganze Jahr durchgegangen bin. Ja, und im Prinzip natürlich, wo wir uns dann im Februar auf der Insel kennengelernt haben, dann hast du natürlich eine Auswahl und da ist dann nicht mehr viel mit Kochen, weil wenn du das geilste Zeug vor der Nase hast, dann isst du das natürlich auch. Ja. Was interessant war an der ganzen Thailand-Nummer für mich, war, dass das die ersten Male waren, wo ich dann auch abends die Rohkost drinnen hatte. Und eben da nichts Gekochtes gegessen habe, weil das war bis jetzt ja so der Standard. Natürlich auch die Winterzeit hier in Deutschland, wo ich dann abends immer noch gekocht gegessen habe, mit gedämpftem Gemüse und Kartoffeln und ähnlichem. Und dort dann anders. Und
Auch Joachim hatte ja dort die Sachen gegessen und auch Marielle. Und im Prinzip jedes Mal, wenn wir das gegessen hatten, am nächsten Tag haben wir uns unterhalten und uns ging es allen drei besser. Ja. Also wir haben besser geschlafen, sind besser rausgekommen und da war schon so okay. Man merkt, Wie viel hast du vorher so gemerkt? Also so in diesem ersten Jahr, wo dann nur vegan war und also was heißt nur vegan, damit ist die Entgiftung ja schon so weit eingeleitet. Ne? Aber was hast du dann schon von der Psyche her gemerkt oder körperlich dann auch? Und ja, von der Gesundheit. Also die Anfangszeit war natürlich krass, weil da läufst du halt rum wie ein kopfloses Huhn, du weißt ja nicht gar nicht, was du machen sollst. Du rennst in 1000 Supermärkte, kaufst Zeug, bist total planlos und musst dich erstmal finden. Da hast du noch gar keine Zeit, dich irgendwie drauf zu konzentrieren, was macht dein Körper, was bist du. Dieses Wort Entgiftung, das gab es mir noch überhaupt nicht. Und da musste ich mich erstmal einschienen. Das waren so die ersten 2-3 Monate. Und dann hat man mal so seinen Rhythmus, dann kamen natürlich sofort Benefits. Also die haben nach 2 Wochen schon angefangen. Ja, cool. Ich habe am Anfang so typisch halt mit Smoothies angefangen, 2 Liter in der Früh noch gefrühstückt. Ja, genau. Und hatte unfassbar viel Energie, habe wahnsinnig gut geschlafen, hatte sofort wieder einen geregelten Stuhlgang. Und also da hat man schon gemerkt, dass sich das alles wunderbar und sehr dankbar im Körper integriert und der Körper das auch annimmt und merkt, hey, wow, da ist gerade eine Revolution. Ja, schon. Und im Prinzip so auch das erste Jahr bewusst geworden, so richtig ist es mir nicht, dass ich darüber nachgedacht hätte, weil ich muss schon sagen, also just in dem Moment, wo wir uns dann im Urlaub kennengelernt haben, da ging es dann für mich los, dass diese Bewusstseinskomponente mit reinging. Davor war das eher eine Findungsphase, gegen was will ich essen, wie will ich essen, was tut mir gut. Und gesund werden. Und genau, die ganzen Themen. Und da war die Geisteshaltung gar nicht so wichtig. Das habe ich im Prinzip kostenlos mitgenommen. Also, dass ich mich auch geistig heilen konnte und auch aus meinen ganzen Burnout, also eigentlich diesen Depressionsphasen rausgekommen bin, wieder Spaß an der Arbeit hatte, die Arbeit auch ertragen konnte. Das kam alles kostenlos mit, aber das habe ich noch nicht so aktiv verarbeitet. Mhm. Das ging jetzt eigentlich erst so in diesem Jahr los. Also würde ich sagen, so mein erstes Jahr vegan, halb roh, dreiviertel roh, war im Prinzip Einschienung, Ernährung, Körper wieder begradigen und wieder ein gutes Allgemeingefühl bekommen und Lust auf Leben. Ja. Und dann ging im Prinzip jetzt die zweite Phase los, wo das Ganze dann in den Geist gegangen ist und wo dann auch dank euch, dank dir vor allen Dingen auch die passenden Wörter mal kamen. Thema Entgiftung, das Wort war mir so noch gar nicht bekannt. Ich habe zwar schon alles so erlebt und wusste, was dahinter steckt, wusste aber nicht, wie man es betitelt. Ja, genau. Und das kam ja genau auch durch dich, durch Arnold Ehret, was du mir gezeigt hattest im Urlaub. Und ich habe das Buch noch während dem Urlaub gelesen und dachte mir nur, heilige Scheiße, hey, das ist genau alles, was ich schon durchlebt habe. Ja, und ist so einfach und klar, ne? Und erklärt, genau, und wenn dir das dann mal jemand wirklich zeigt und auf den Punkt bringt, das ist schon ganz enorm. Ja. Da war alles sonnenklar. Ja, also schon. Und dann, wo es weiterging, was kam dann auch so, was hast du von der Psyche her dann weiter so gemerkt? Also, dir ging es halt immer besser und wie war es dann so von Entgiftungsphasen her zum Beispiel, wo du dann genau gemerkt hast, so wie du es steuern kannst oder wann du Hunger hast? Ja. Wie hast du dich dann halt vom Essen her verhalten zum Beispiel? Also Psyche zum einen hat sich bei mir insofern geändert, als dass ich eben nicht mehr den Fokus auf Gerichte hatte und so das, was Teil 1 war, das erste Jahr, dieses Einschienen und im zweiten Jahr ging es dann eher eben drum, wie du sagst, die Steuerung. Was macht es mit meinem Geist? Vertrauen aufbauen. Ich vertraue meinem Körper, mein Körper vertraut mir. Das war ein ganz, ganz wichtiges Kapitel, dass man da im Prinzip so zurückkommt zur eigenen Natur. Ja, das Körpergefühl. Genau, dieses Körpergefühl zu erlangen. Also das ist nach wie vor eigentlich für mich das Allerwichtigste. Ja. Dieses sich selber und seine eigene Natur erkennen und wissen, wer man ist, wissen, was der Körper vor allen Dingen kann, was er will, was er braucht. Ja. Und da gerade dieses Thema Ego und Körper, wenn man Ego getrieben ist, das in einen guten Einklang zu bringen. Und da geht es natürlich dann auch Hand in Hand, wenn man eben mal Arnold Ehret zum Beispiel gelesen hat mit der Entgiftung. Ja, genau. Wo man dann natürlich einen ganz anderen Blickwinkel auch auf die Ernährung bekommt, einen Blickwinkel insofern, als dass man einfach das ganze Esssystem, sage ich mal, komplett anders versteht. Genau, und das Ganze halt nicht mehr so als dieses
das ist gut und das ist schlecht, so diese Schwarz-Weiß-Sehen, sondern dass man halt irgendwie erkennt, dass es ein Prozess ist und dass es für jeden gerade verschieden ist, was der Körper gerade in dem Moment braucht. Richtig. Und dass man wirklich dann darauf hören kann, so hey, jetzt habe ich gerade Bock auf Nüsse und jetzt brauche ich das auch, weil sonst wird die Entgiftung gerade einfach zu stark und dann komme ich da psychisch oder körperlich nicht mit und es schadet mir dann mehr, als es mir nutzt. Nur weil ich jetzt meine, so ey, Cashewnüsse oder das ist jetzt gerade nicht mehr gut oder gekocht ist nicht mehr gut. Wenn man halt gerade in der Situation ist und wenn es gerade zu viel wird, dann ist es überhaupt nicht mal schlimm, da mal einen Schritt zurückzugehen. Das ist eigentlich kein Rückschritt, sondern man reguliert halt dann einfach nur und schaut halt, wo man gerade ist. Ja. So finde ich es auch. Ja. Für mich der absolut springende Punkt bei genau dem, was du sagst, ist der, woraus entsteht, was ich tue. Entsteht es daraus, dass ich es in einem YouTube-Video sehe und meine, es machen zu müssen, weil es mir andere Leute sagen? Oder entsteht es wirklich daraus, dass ich es für meinen Körper begriffen habe und im besten Fall, ich bleibe mal bei dem, mein Ego, es steuert, dass mein Körper es so macht. Ja. Und das ist ein ganz, ganz vehementer Unterschied. Und da bin ich immer noch in der Lernphase. Ich unterstütze mich aber halt insofern ganz massiv, als dass ich jeden Tag mehr lerne, dass ich meinen eigenen Entscheidungen vertrauen kann. Und so wie jetzt aktuell, ich einfach tonnenweise Mandeln und Datteln esse, ich lasse es einfach zu. Jeder Ernährungspsychologe oder Ernährungsberater würde dir wahrscheinlich sagen, hey, das ist nicht gut, was du da machst, weil wenn du dir die Nährstofftabellen anschaust, lalala, dann muss ich drüber reden. Aber mir geht es gerade fantastisch dabei und das wird jetzt eine gewisse Zeit so sein und dann wird es wieder anders sein. Genau das zuzulassen, eben ohne, dass ich das irgendwo in der Brigitte gelesen hätte oder in YouTube gesehen hätte oder sonst wie, sondern einfach, weil es mir mein eigener Körper so sagt, weil es mir schmeckt und weil ich mich gut dabei fühle. Genau. Das alles so zuzulassen, das ist für mich so der Hauptgewinn eigentlich. Ja. Weil ich glaube, über genau den Prozess lernst du auch wieder wirklich mit deinem eigenen Körper in Resonanz zu sein und zu spüren, was er braucht. Und das ist ein Ding, das geht, glaube ich, endlos weiter, wo du immer besser wirst und wo du automatisch dann irgendwann aus dem Thema Grundernährung, Grunderhaltung rauskommst, höher krabbelst in die Spiritualität und vielleicht dann auch irgendwann die nächste Stufe nimmst, was auch immer dann da drauf steht. Ja, genau. Ja, bei dir war es ja auch so, jetzt noch was das Essen angeht, so dass es dich einfach, du hast immer viel gekocht, wie gesagt, jetzt auch noch viel zubereitet gern und so. Und es ist einfach es wird automatisch einfacher so. Und dass man sich halt nicht abschrecken lässt, so, ich konnte mir am Anfang nie vorstellen, dass ich wenn mir jemand vor 5 Jahren gesagt hätte, so, du isst vielleicht nur noch mal Früchte oder was, dann isst ihr bald gar nichts mehr. So. Ja. Als Vegetarier habe ich ja auch schon gesagt, so, nee, vegan werde ich, denke ich, nicht oder so. Und dann bin ich halt doch vegan geworden und dann, ja, man kann sich's vielleicht jetzt noch nicht vorstellen, aber wenn der Körper dann weiter entgiftet und wenn man sich weiterentwickelt, auch halt vom Bewusstsein her, dann kommt man an ganz andere Punkte und mittlerweile sage ich nicht mehr, dass ich mir irgendwas nicht vorstellen könnte. Ich weiß nicht, was kommt so und was sich daraus entwickelt. Genau. Ja, genau. Also das Schönste und Wichtigste ist halt, dass es einem persönlich gut geht und dass man weiterkommt, denke ich, im Leben und dass man sich hier wohlfühlt und sich entfalten kann und was zu dem Prozess gehört, das wird einfach gemacht und das machst du ab einem gewissen Punkt, denke ich, ganz automatisch. Also mir geht es so, dass ich da auch bedingungslos reingehe, wo ich sage, Datteln, Mandeln, Bananen und abends Äpfel oder mal einen Salat, das, wenn es mir vor 2 Jahren verzählt hättest, no way. Und heute ist das vollkommen normal. Ja. Und wenn es mal irgendwann nur noch eine Sache ist, so what? Ist doch vollkommen in Ordnung. Also ich meine, das ist ja auch immer, wie man mit dem, was die Zivilisation einem da draußen alles erzählen will, was gut und schlecht ist. Ich meine, damit verdienen Millionen und Milliarden Leute ihr Geld, dir zu erzählen, wie es gut oder schlecht ist. Und wenn man das mal alles weglässt und einfach nur dabei bleibt, ich mit meinem Körper, dann ist die Welt auf einmal schlagartig in Ordnung. Das ist halt nur mit die schwierigste Übung, ne? Diesen ganzen Kram, den man von außen so zugesagt bekommt, mal rauszufiltern und auf sich selber zu hören. Also das fällt mir auch nach wie vor mit am schwersten, wirklich zu hören und zu spüren, was will mein Körper jetzt momentan, sei es in der Krankheit, sei es in der Entgiftungsphase, sei es auch in der Hochphase, was auch immer, wenn ich mal einen neuen kennenlerne, wenn wir jetzt hier sitzen, was will mir die Situation sagen, was will mir mein Körper sagen, was will mir mein Ego sagen. Und das so immer besser zu werden und immer mehr zu sich zu finden, das ist so für mich die Hauptübung. Und da ist halt jetzt ein großes Feld eben die Ernährung. Ja. Und ich merke jetzt auch, dass ich da schön langsam durch bin, sage ich mal, dass ich es mehr prozessiere, als auch darüber rede. Ja. Und jetzt geht es eben mehr ins Spirituelle und schauen wir mal, was noch so alles kommt. Ja. Ja.
so nach außen hin, so wenn man jetzt mal deinen Lebenslauf anschaut, so Performer, so auf dem Blatt, dann steht da immer noch so das Gleiche, aber was sich so im Kopf getan hat und verändert, das ist einfach verkehrte Welt, so, also es ist alles eigentlich anders, so im Prinzip. Ne? Ja, das ist irre. Ja. Also, das ist, ich habe es so beschrieben, dass wenn mich heute nach ein oder zwei Jahren intensiver Veränderung bei mir, wenn mich mein Freundeskreis, Geschäftspartner und ähnliche sehen und natürlich nur die Fragmente meines Lebens mitbekommen, dann hat sich da vielleicht nicht viel geändert. Also die massivste Änderung, ich komme aus dem Urlaub und bin total braun. Ja. Ja, okay. Aber dass sich in den zwei Jahren mein komplettes Leben umgekrempelt hat und ich aus einer ganz anderen Präsenz raus hier bin, das nehmen die Leute natürlich schon irgendwann wahr, aber das dauert eine ganze Weile. Und den Blickwinkel, den ich aber für mich gewinnen konnte, der ist halt unfassbar. Ja. Also das ist wirklich eine Regeburt, eine Neugeburt. So, das habe ich noch nicht. Ja, man kann es auch oft gar nicht beschreiben, so man kann nur sagen, schwierig. Erfahren. Ja. Ich meine, vielen Dank, dass du das geteilt hast mit uns und deine Erfahrung so. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank an dich, dass du mich da so gelehrt hast. Ja, sehr gerne. So. Wäre mir auch nicht so gut ergangen, wenn ich nicht Leute wie dich um mich herum gehabt hätte, die mir das auch vorzeigen und vorlegen. Also. Ja, ich finde, das war bei mir auch so ein großer Schritt. Das wollte ich vorhin eigentlich noch sagen, genau. Vorher hatte ich alles so vielleicht mal im Internet gelesen oder über Bücher und habe halt selbst meine Ernährung verändert. Und dann, als ich das Umfeld so verändert hat, ne, wo ich dann auch mal zu Potlucks, so, das war das Erste, was ich dann gemacht habe, zu Potlucks hingehen. Bei dir war es halt dann, dass wir uns kennengelernt haben und dass wir mit Marielle und Joachim unterwegs waren und dass wir ja zusammen dann einfach unterwegs haben. Und wenn man dann auch mal mehrere Leute ist, die das dann leben zusammen, dann entwickelt sich das halt auf ein ganz anderes Level nochmal. Ne? Absolut. Ja. Also kann ich auch mit jedem empfehlen, verbindet euch, connectet euch. Das ist so wertvoll, dass man da Live-Erfahrungen hat und das auch wirklich lebt, weil, also ich glaube, im Innersten ist es wirklich das Einzige, dass der gute Freundeskreis und der Austausch miteinander, das ist das, wovon wir am meisten zehren. Ja. Und wenn das passt, dann passt eigentlich alles andere auch. Ich meine, es mag vielleicht möglich sein, aber es ist halt unglaublich schwer, wenn man das so für sich allein macht. Und, ja, definitiv. Also ich habe es ja ein Jahr durch und das ist schon hart und jetzt bin ich es eigentlich gewohnt und selbst für mich war es echt hart und ich genieße es jetzt total. Also ich genieße auch wieder die Zeiten, wo ich mal so wie jetzt einen Monat Ruhe hatte und wieder zurück zu mir kommen und meiner Arbeit nachgehen kann und jetzt seid ihr wieder da und ich finde es auch wieder grandios. Genau. Also das tingelt sich dann aber auch ganz automatisch so ein, wie es sein soll. Ja, also vielen Dank. Danke dir. Und ja. Hoffe, das hilft einigen weiter. Das waren einfach echt ein paar super Erfahrungen und ich bin dir echt dankbar, dass du das geteilt hast mit den Leuten. Und ja, ich glaube echt, dass das dir halt so weiterhilft. Mhm. Weil das ist halt echt genau so, das ist halt das, was die Gedanken am Anfang so sind. Ne? Ja. Und das ist halt für jeden unterschiedlich einfach. Auf jeden Fall. Genau. Aber das klappt bei jedem. Ja, genau. Also danke. Macht's gut, Leute. Ciao. Auf Wiedersehen. Ciao. Ja, danke. Sehr gerne.